Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Was war denn bitte letzte Folge für ein Krampf? Ich sehe gerade diese blöde Umwetterstation, die können wir jetzt auch wieder abreißen. Yep. Ich brauche nämlich auch keine Sau. So. Wir sind eigentlich auf der Insel soweit durch, ne? Also wir können halt jetzt hier, wir haben bei den Aufträgen, haben wir jetzt, Moment. Hier, man sieht halt noch, wir brauchen halt Unterhaltung noch ein bisschen und auf jeden Fall noch mehr, viel mehr Sicherheit. Weil ich möchte auf jeden Fall die zwei Dinos noch mitnehmen. Das sollten wir aber eigentlich hinbekommen. Wir sollen jetzt in den nächsten 10 Minuten keine Stromausfälle haben. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ja, ihr seht, es glitzert wieder hier so schön. Keine Ahnung, was da wieder für ein Grafikbug ist. Ich denke, es ist ein Schatten. Ein Schattenbug. Ich glaube, weil ich einfach auf zu hohen Einstellungen spiele. Gucken wir mal, Shaderqualität. Da ist ein Schatten. Mittel. Fortsetzen. Ja, es sind die Schatten. Gut, dann spielen wir jetzt halt immer auf Schattenmittel. So. Gut, das, die ganzen Sums habe ich hier abgerissen, wie man sehen kann. Ich überlege gerade. Jetzt ernsthaft. Ernsthaft. Genau jetzt. Aufgabe erhalten. So. Das hier geht leider nur schleppend voran. Gut, dann machen wir die nächsten 10 Minuten. Ist auch egal. Kriegen wir halt dann das. So, dann sind wir eigentlich auf der Insel soweit durch, ne? Gut, wir können jetzt halt noch sagen, wir bauen jetzt noch ein Hotel hier hinten rein. Was ich auf jeden Fall jetzt eigentlich noch machen könnte. Mit dieser... Ne, warte mal. Da muss, Architektin Carly nochmal ran. So. Ich hoffe, das reicht. Ja. Zack. Kriegen die Leute hier noch ein Hotel hin? Und was kann man noch kaufen? Restaurant, oder? Ah ne, hier ist ja schon ein Restaurant. Ist es jetzt mittlerweile mal hier zahlen? Ja, sehr gut. Dann... was nehmen wir denn da noch? Einkaufen könnte man noch nehmen. Irgendwas mit Einkaufen. Hier einkaufen, ein Kleiderladen. Ein Kleiderladen! Hä? Ernsthaft? Verstanden. Willst du mich verarschen? Wisst ihr, genau jetzt, wenn diese Mission kommt, habe ich zweimal hintereinander einen Stromausfall. Also das kann kein Zufall sein. Sorry, Game. Nee. Nö, sehe ich nicht ein. So, Tele. Dann kriegen sie nochmal... Oh, scheiße. Egal. Jetzt habe ich hier zwei Kleiderläden. Spielehalle. Wo ist denn hier das, die Bowlingbahn? Die kann man dann auch nochmal reinstellen, oder? Ist zwar nicht schön, aber naja. Machen wir es doch mal hier rund, ne? Kaufen wir das auch mal für 24, sonst machen wir dann überhaupt gar keinen Gewinn. Ja, machen wir so und so nicht. Hm. So, wo sind schon wieder die Futterdinger all? Hier. Kümmere mich um Futterstationen. Bei den Paras. Aber immerhin, wir haben 4,6 Sterne.
Hä? Amüsieren Sie sich nicht mit Ihren Freunden ein wenig auf der Bowlingbahn. Wieso findet der Weg den, der den Weg hier nicht? Habe ich hier... Hä? Wieso habe ich hier überall kein Tor? Ich habe doch hier ein Tor. Hä? Okay. Fahre zur Futterstation. Ich meine, ich habe jetzt das Futterding jetzt nicht zum ersten Mal aufgefüllt, ne? Merkwürdig. Naja, egal. So, dann schicke ich jetzt nochmal die Expedition durch. Wir können eigentlich jetzt in der Folge mal auf die neue Insel fliegen, ne? Ach, kacke. Ach doch, den Galimimus brauchen wir noch. Finde ich eigentlich ganz cool, oder? Wenn wir auf die neue Insel gehen würden. Oh, es ist so warm einfach hier in diesem Raum. Unglaublich. So, in der Nähe des Hotels zocken wir mal die Leute richtig ab. So. Oh! Guckt euch mal die Bewertungen an. Und die Vielfaltsstrafe geht langsam auch runter. So langsam läuft auch der Lachs. Und dann klatschen wir dann hier jetzt noch. Kann man eigentlich kommen, scheiß drauf. Klatschen wir mal hier die Sinoceratops rein. Was kann man mit denen alles machen? Okay, 3 Stück. Also insgesamt mache ich jetzt mal eine normale 0 gehen. Beziehungsweise. Angriff. Intuitives Lernen. Und Verteidigung machen wir mal. Starke Heilung. So, Patsch. In den zweiten auch gleich daher. Mit der neuen Hautfarbe. Und Flatsch. Ja, das ist jetzt natürlich. So, dann gleich nur wieder hinterher hier. Gadimimus Sinoceratops. Was ist denn nochmal das hier? Der Zentaurosaurus, den brauchen wir auch noch. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die neue Insel. Machen wir mal uns los. Gut, wir sind hier natürlich hier noch nicht fertig, das ist mir bewusst. Aber ich möchte jetzt langsam mal ein bisschen schneller vorankommen, weil ich möchte unbedingt hier endlich diese Sandbox-Insel anfangen, weil dann geht das Game ja eigentlich erst richtig los. Da kann man sich halt kreativ noch mal ein bisschen mehr ausleben als auf den kleinen Inseln, ne? Gut, die ist auch nicht schlecht hier. Klar, die Isla Sorna, aber wir gehen dann mal auf die Isla Pena. Eine Steigerung der Inselbewertung ist der Schlüssel zur Öffnung der Insel und zur Schließung. Zur Erschließung? Hä? Eine Steigerung der Inselbewertung ist der Schlüssel zur Eröffnung neuer Inseln zur Erschließung. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Nichts an dieser Insel fühlt sich richtig an. Und meine Instinkte sind in der Regel ziemlich gut, wenn es um Dinosaurier geht. Natürlich wird vieles, was auf den Inseln passiert, geheim gehalten. Ja, aber das fühlt sich irgendwie anders an. Oh, shit. Diese Insel ist zu eng, zu isoliert. Als würde jemand alle Zutaten für eine Katastrophe zusammentragen. Seien Sie vorsichtig. Ich meine, mein Spielstil ist ja jetzt schon eine Katastrophe. Jetzt muss ich diese kleine Insel, die abgetragen wird als Katastrophe, weiterführen. Oder was? Ich bin nicht sicher, was wir auf dieser Insel eigentlich wollen, aber ich finde, nach Touristenattraktion sieht sie nicht gerade aus. Sie müssen die Arbeiten hier exakt planen, bei all dem eingeschränkten Bauplatz und den hohen Betriebskosten. Ich schlage vor, Sie investieren in ein paar teure Dinosaurier. Ach ja. Die gibt es allerdings auch nicht ohne dazugehörige Probleme. Man kann die Natur nicht einsperren.
Sie passt sich an. Sie sucht nach Schwächen. Und wenn sie sie findet, nutzt sie sie aus. Nicht hin und wieder. Immer. Diese Insel ist alles andere als Hammonds Dinosaurierparadies. Und wenn hier etwas schief geht, ist dieser Ort alles andere als sicher. Okay, die Insel an sich ist echt schön. Sie soll Nacht sein, also es soll bei Nacht spielen. Und die Insel ist, denke ich mal, wirklich für die extrem gefährlichen Dinosaurier. Wie man hier schon sieht. Seit wann haben wir denn hier diese drei Dinger? Haben wir die schon immer davor gehabt? Ich bin hier gerade. Jetzt kommen wir gerade. Egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier diese dicken neuen Mauern. Wie man schon sehen kann, kann ich jetzt auch schon bauen? Ne, kann ich noch nicht. Wahrscheinlich muss ich erst forschen. So, die Fossilien kann man auch extrahieren. Das sind jetzt die, logischerweise. Die wir ja schon kennen. So, und dann schaue ich mal. Expeditionszentrum. Hier ist was Neues. Hä? Das ist doch nicht neu. Wieso werden wir denn jetzt... Ah, doch, da! Palocanthus ist neu. Aber hier, der Parasaurus, wäre jetzt der Hungalimimus. Das ist nicht neu. Oh mein Gott. Chasmosa... Der Petschi, Ankylosaurus. Den kennen wir ja schon. Den Corinto auch. Chasmo, okay. Hier ist halt der Chasmo dazugekommen. Oh mein Gott. Strutz... Was ist denn hier dazugekommen? Corythosaurus? Torosaurus? Nodosaurus? Camarasaurus? Diplodocus? Den kennen wir auch schon. Camarosaurus ist halt der neue. Ja, Camarosaurus. Mehr ist nicht dazugekommen. Gut, dann baue ich als erstes nochmal... ein Forschungszentrum, das wir auf jeden Fall brauchen. Zack. Weil, ja, ihr wisst ja. The Indominus ist jetzt mein Plan. Extraktionstempo. Wobei, Inventarplatz ist, glaube ich, gar nicht so dumm. Forschung, Grabungstempo und einmal Grabungsertrag. Aber jetzt hier halt auch mal starten. Das wird gleich fertig. Hier brauche ich noch schnell das hier. Und dann müssten wir theoretisch den Indominus Rex forschen können. Tun. So. Forschung verfügbar. Aha, neue Forschungsoption freigeschaltet. Na, was das wohl sein wird. 8 neue Gegenstände. 4 neue Gegenstände. Ah, okay. 1 Million. Ja, das mache ich auf der anderen Insel logischerweise wieder. Das ist halt jetzt alles auf 3.0. Hier unten sind neue Krankheiten. 360.000. 300.000, 300.000 in Kosten. Da gehe ich dann gleich rüber auf die andere Insel. So. Und wir haben hier den Indominus Rex Genom. Das kostet 1,92 Millionen Euro, Dollar. Das werde ich logischerweise hier nicht machen. Und halt alles 3.0, Gehirnalterung 3.0, bla bla bla. Dazu gehe ich jetzt wieder auf die andere Insel. Was machen wir hier mit der hier? Ist eigentlich wurscht. Wir haben auf allen drei Inseln eigentlich momentan super, super Geld.
Und dann lernen wir jetzt, wir haben jetzt auch 3 Expeditionszentren und 3 Forschungsdinger. Das heißt, wir haben jetzt 3 Plätze frei zum Forschen. Dann geht das halt, in Klammern hoffe ich, ein bisschen schneller. Ach ja, die erste Insel. So leicht. Alter, 139 Millionen. So. Patsch, 3 Minuten. Nur das geht ja. So, die Krankheiten sind am wichtigsten. Ja, das geht ja schnell. Forschungszentrum. Dann würde ich sagen, setze ich immer einen kleinen Cut. Ich melde mich wieder, wenn ich die ganzen Gegenstände erforscht habe und ja, dann schalten wir wieder rein. Ich muss ich dann mal überlegen. Ich denke mal, wir kümmern uns mal um den Indominus Rex jetzt endlich mal, oder? Fände ich eigentlich gar keine schlechte Idee. Gut, dann sehen wir uns nach einem kleinen Cut wieder. Also, bis gleich. So, da sind wir jetzt zurück. Ich habe jetzt alle Forschungsdinge auf der ersten Insel gemacht. Wie man unschwer erkennen kann, die letzten beiden sind noch in Gange. Und dann würde ich sagen, haben wir unseren ersten Indominus Rex. Ich bin mir nicht sicher, ob das Gehege hier reicht. Achso, und ich habe gerade bei den Gehegen gesehen, neu. Genau das hier. Also wir können jetzt quasi dieses Gehege bauen. Mit dieser verstärkten Wand da. Mein Bedenken ist jetzt, ob das reicht. Hier. Wisst ihr? Ob dieses Gehege vom Platz her ausreicht. Ich werde es einfach mal sehen. Jetzt haben wir hier endlich den Indominus Rex. Gut, Lebensfähigkeit 100% plus 40. Okay, das wäre leider, das wäre gar nicht nötig gewesen. Wir modifizieren die Sau trotzdem mal. Alter, eine Bewertung von 319. Wüsten, Alpin. Ja, nehmen wir das da. Wir können ihn komplett durchmodifizieren. Ach du Scheiße. Belastbarkeit, gute Verdauung, intuitives Lernen. Starke Heilung. Ich würde ja gerade noch auf starke Heilung gehen. Verteidigung. Zähigkeit der Haut. Nee, aggressives Verhalten mache ich ganz bestimmt bei dem Vieh nicht. Starke Heilung. Gehirnalterung. Gehirnalterung. Ja. Angriff. Reaktionsgeschwindigkeit. Intuitives Lernen. Besonders effizientes Blut. Boah, Alter. Ich weiß gar nicht, was kann man denn damit noch modifizieren, ey. 6 Millionen! What? Okay, wir brauchen dringend... Ich muss mich ein bisschen beeilen. Das heißt, ich darf das gar nicht alles modifizieren. Zwei Millionen. Dann machen wir das mal schnell. Bevor uns hier die Patte ausgeht. Wie lange dauert das? Dauert schon lange. Wow. Wow. Ich glaube, bis dahin sind wir pleite. Dann machen wir mal hier noch ein Gehege rein, schnell. Oder? Ich will jetzt auch nicht zu überstürzt handeln, ehrlich gesagt. Wir haben nur das bisschen. Das ist nix. Wie viel kostet denn ein T-Rex? Der kostet doch auch sau viel, ne? 3 Millionen. Ja, das kannst du vergessen. Wir können jetzt gerade mal das Ding ausbrüten. Na. Okay, ich brauche das verbesserte Leistungsding. 29.000, das bringt ja überhaupt nichts, dieses Ding. Mit geringen Kosten, ey. Gut, dann müssen wir den Hubschrauber nochmal losschicken. Das ist Expeditionszentrum. Da können wir in der Zeit eigentlich die, den neuen da, den Chasmo, hier hauptsächlich. Wo war er denn?
Da, Chama. Chamaleon und Nodosaurus. Machen wir die beiden mal. So. Gut. Und in der Zeit. Ja. Weiß ich auch nicht, was wir da machen. Wir müssen jetzt ein bisschen warten. Ein bisschen Wartezeit ist angesagt. Ich guck mal bei Aufträgen. Wer vielleicht. Weiß ich nicht. Ich komme mit diesem brandheißen Auftrag zu Ihnen. Ja, machen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall nämlich Kohle. Ich weiß, ist hier Tag-Nacht. Ich will, dass Sie mir sagen, wenn Sie etwas finden. Wenn Sie es mir nicht sagen, finde ich es trotzdem heraus. Ihre Entscheidung. Treffen Sie die Richtige. Was ein Typ, ey. Und sonst so. Ich bin mal gespannt, wie die zwei neuen Dinos aussehen. Die Namen sagen mir überhaupt nichts. Nodosaurus. Der Hubschrauber kommt. Diese Gelegenheit ist gut und könnte der Unterhaltungsabteilung helfen. Also denken Sie bitte darüber nach. So. Oh, Gold. Wir sind reich. Keine Ahnung, kann ich mich aussprechen? Nochmal Gold? Achso. Das ist eine Langhalsart. Ich würde jederzeit mit Ihnen arbeiten. Ach, das ist der Nodosaurus. Wow. Welche Entdeckung. Das ist ja sau spannend. Was kann man noch machen? Der Chasmaosaurus haben wir noch. Chasmao. So, neuer Auftrag. Noch nicht verfügbar. Noch nicht verfügbar. Wie sieht's hier aus? Oh. Ach, guck mal, Lebensfähigkeit trotzdem 100%, trotz dass wir den auf ein paar zerquetscht hatten. Oder was? Dieser QR-Code, ne? Ich frag mich die ganze Zeit, ob man den wirklich einscannen kann. Seltsam. Gut. Ich glaube, ich beende an dieser Stelle die Folge. Oder? Beende ich die Folge? Nee, ich setze einen kleinen Cut und warte, bis der Indominus ausgebrütet ist und dann setze ich an der Stelle wieder ein. So machen wir es. Wäre nämlich jetzt ein bisschen mies, wenn ich jetzt die Folge beenden würde. Also, dann sehen wir uns gleich. Ich schreibe mir gerade nebenbei nochmal die Zeit auf. Also, bis gleich, gibt jetzt einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich, bis zum Indominus Rex. Tschüss. Nee, nicht tschüss, bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Der Indominus ist fertig und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang und lassen die Bestie mal frei, ne? Damit wir Einnahmen kriegen hier. Oh, ich bin aufgeregt. Holy Macaroni. Sieht man ja sehr viel bei Nacht, muss man schon sagen. Okay, ich bin nicht ganz sicher, was Sie hier machen. Außer mit dem Feuer zu spielen. Ein Indominus Rex? Eine Kreuzung. Eine gefährliche Kreuzung. Sie erschaffen nicht bloß Leben, Sie verurteilen es im selben Atemzug. Hoffentlich nicht Ihr eigenes. Jetzt haben wir mal ein Problem. Hier steht Grasland, das heißt, das Gehege ist zu klein. Oder was? Ich muss mich dann mal beeilen. Okay, jetzt.
Sonst wäre das nämlich hier ganz schnell ganz böse ausgegangen. Und da kriegt noch eine Ziege rein, natürlich. Dahin in die Ecke. So, Grasland ist so, ja. Bisschen mehr Wald hätte er gerne noch, der gute Herr. So. Zufrieden? Hä? Hallo? Grasland ist jetzt zu niedrig. Alter, ich krieg einen Affen. Das heißt, weniger Wald. Hä? okay. Der Herr ist aber empfindlich. Hä? Wald geht jetzt runter, warum auch immer. Und jetzt geht Wald. Hä? Das ist bestimmt voll verbuggt. Safe. Jetzt ist schnell Grasland unten, Alter. Ich check das nicht, ne? Ja, der dreht jetzt voll am Rad. Was ein Scheiß, ey. Da krieg ich schon wieder schlechte Laune hier. Ups. Falscher Knopf. Ich weiß, dass Sie damit Erfahrung haben. Also sollte dieser Auftrag Ihrer Kragenweite entsprechen. Ja, jetzt aber hier. Wollte gerade sagen, du Sau. Geborgenheit, ja. Alter, Alter! Hä? Warum schwankt das denn? Wahrscheinlich, weil er hier hinten in dieser kleinen Ecke ist, oder was? Junge, dann komm doch mal hier vor. Ich glaube, ich setze den Fleischklumpen hier hin. Und die Ziege auch. Das ist total dumm gesetzt hier hinten. Ich merke gerade, wir machen Minus, oder? Ah ne, 52.000 pro Minute, na dann. Das hier hinten mache ich auch weg. Und setze das mal hier hin. So. So. Und dann vielleicht noch so. Oh, geht nicht. Scheiße. Nee, so ist er doch zufrieden. Oh. Okay. Jetzt sollen wir ein Dinosaurier-Foto schießen. Von 10.000 Wert mindestens. Das ist, glaube ich, überhaupt gar kein Problem. Das sollte mehr als machbar sein. Jetzt muss ich nur gucken, wo müssen wir denn jetzt hin? Nee, da hoch auch nicht. Hinter müssen wir. Nee, da lang. Oder? Da. Mal gucken, ob der uns was tut. Ob der uns was antut.
hinten ist er. Langt das schon? Ja, yeah, natürlich. Das Foto haben Sie ganz allein gemacht? Ne? Juppie. Oh, streift umher. Ich wusste, Sie sind die richtige Person für den Job. Hat er den jetzt auf dem Kieker hier? Leute. Mach mal hinne. Alter! Die Sau! Ich wusste es. What the fuck? Der hat sofort geschnallt, dass es offen ist. Das gibt's ja nicht. Ja, Alter, ist das krass. Okay, wir haben es mit was ganz, 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 ganz cleverem zu tun. Warte mal, da. So, jetzt muss ich hier erstmal die ganzen Upgrades. Nachladetempo, das. Treffsicherheit 3.0. Planungsteam. Dann auf jeden Fall nochmal Treffsicherheit und Nachladetempo. So, das ist nämlich ganz wichtig hierfür. Gut. Ja, dann machen wir in der nächsten Folge mal noch ein Gehege, weiß ich nicht. T-Rex oder so, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch wieder Vielfaltstraße. Müssen wir mal schauen, was wir in der nächsten Folge so zaubern. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, haut rein und bis zur nächsten Folge. Tschüss!